Grüß Gott, ich will ein Reden wir übers Abnehmen machen. Also wieder ein Reden wir über Video. Ich habe das Gefühl, das kommt gut bei euch an und mich beschäftigt das Thema in letzter Zeit sehr, wirklich sehr. Das war kein Satz. Mich beschäftigt es einfach. Ich rede auch oft mit meiner Mom drüber, weil ich habe schon sehr viel probiert und ich bin langsam echt am Verzweifeln. Ich habe mich heute auch schon auf die Waage gestellt. Mein jetziges aktuelles Gewicht ist 90 Kilo. Ja. Ja, mir ist es zu viel. Ich war vor kurzem noch auf 91. Ich glaube, mir bleibt mein Herz stehen. Das war wirklich schlimm für mich. Mir ist es zu viel. Ich habe jetzt kein Zielgewicht. Ich habe kein Zielgewicht. Mir wäre es einfach lieber 10 Kilo maximal runter mal. Also auf... Oder... Ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, ob ich das dann schaffe und wenn ich mir ein Ziel setzen würde, glaube ich, wäre ich mega enttäuscht, wenn ich es dann nicht schaffen würde. Deswegen mache ich das nicht. Aber so unter den 80 wäre schon gut. Wäre schon sehr gut. Ich habe sogar probiert, mal abends nichts zu essen. Das Problem war dann, ich hatte so einen Hunger, dass ich in den Scheiß gegessen habe, zum Beispiel Schokolade, Chips oder sonst irgendwas. Was ja auch nicht das Beste ist. Was heißt ja nicht das Beste, das ist das Schlechteste, was man eigentlich, glaube ich, machen kann. Dann habe ich probiert, nur die Hälfte von allem zu essen. Ich habe immer, glaube ich, vor Hunger halb. Das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Und mein Bruder und meine Mom, immer wenn sie kochen beide und sie geben mir was davon, dann ist das immer ein ganzer Haufen. Wer die Food-Tagebücher sieht, von euch weiß das. Sie sind nicht schuld, um Gottes Willen. Meine Mama unterstützt mich schon. Sie hat auch gesagt, sie würde auch mit mir das gemeinsam durchziehen. Deswegen will ich auch mit ihr mich ein bisschen besser ernähren. Schauen wir mal, ob wir das zusammenbringen, weil davon rede ich schon nur lange. Ich habe auch probiert, nur noch Wasser mit Zitrone zu trinken. Nur davon muss ich so oft pinkeln. Klingt vielleicht jetzt behindert, aber ich muss davon so oft pinkeln, das ist nicht normal. Dann habe ich probiert nur Wasser, sogar zwei Gläser vorm Essen oder ein Glas, ein großes Glas vorm Essen, weil meine Mom gemeint hat, sie hat irgendwo gelesen, dass man das machen soll. Habe ich auch nicht geschafft. Ich schaffe es nicht, nur Wasser zu trinken, ich kann das einfach nicht. Ich habe da neben mir auch jetzt, erwische ich ihn, einen Eistee stehen. Ja, was ja auch nicht gerade das Beste ist. In der Arbeit trinke ich jetzt eigentlich nur noch Wasser mit so ein bisschen Verdünnungssaft. Zu Hause dann sowas. Auch nicht gut. Sollte ich vielleicht auch ändern. Aber dabei, ich will jetzt nicht alles mir verbieten. Ich habe gerade vorher, ich gebe es offen und ehrlich zu, zwei Reihen von der Schokolade da gegessen. Mein Frühstück und Mittagessen war nämlich... Ich blende es euch ein, das war das hier. Ich habe es auch auf Instagram postet. Und jetzt habe ich eben zwei Reihen von der gegessen. Ich bin süchtig nach der. Wie ich gesehen habe, dass die wieder rauskommen ist, wollte ich die... Oh Gott, jetzt ist es dunkel. Weil keine Sonne scheint, Leute. Es scheint einfach keine Sonne heute. Egal. Ja, also ich nasche halt gern. Das sieht man da auch. Also ich nasche wirklich gern. Das Problem ist, ich habe auch oft in der Arbeit genascht, was ja auch nicht so gut ist. Und ich esse halt gerne. Ich esse wirklich gerne. Ich koche nicht, zurzeit nicht so gerne, weil das mich einfach ankotzt, weil ich nicht weiß, was ich essen soll. Weil das Problem ist, jedes Mal, wenn ich in die Arbeit komme mit irgendwas, sagen sie dann, das solltest du aber nicht essen. Oder das solltest du auch nicht essen. Oder das solltest du nicht trinken und das solltest du nicht machen. Und das nervt mich einfach. Das nervt mich so, das kann sich keiner vorstellen. Gestern hat wieder eine Kollegin zu mir gesagt, ich nehme sie nicht übel. Sie hat sich damit befasst und sonst was. Und sie hat mir auch Diätpläne und so geschickt. Ich nehme sie nicht übel, ja. Aber ich habe mir eine Schnitzelsemmel gekauft, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen soll zu essen. Und ich habe die zwei Tage nur Salat zum Mittag gegessen und gestern eben eine Schnitzelsemmel zum Mittag. Mein Gott. Habe halt Ketchup und Mayo rein da und sie hat gleich gemeint, da dürfte ich am Abend dann eigentlich gar nichts mehr essen. Und ich will mir nichts verbieten. Warum sollte ich auch? Ich finde das nicht richtig, wenn man, egal welche Diät man macht, dass man sich da was verbietet. Das finde ich einfach nicht okay. Also ich finde es nicht okay. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich... würde das nie machen, ich würde mir nie was verbieten, weil ich nasche gerne. Ich habe Gott sei Dank aufgehört mit Chips essen.
ich esse selten nur noch Chips. Ich habe da hinten eine Packung liegen, die kann ich wegschmeißen, weil die sicher schon eintiert, weil ich die schon so lange offen habe. Ich esse die nicht mehr so gern wie früher. Das ist halt mein Problem. Oder Kuchen. Da bin ich so leider wie mein Opa. Mein Opa hat Torten und Kuchen geliebt. Und das habe ich voll von ihm. Das hat schon meine Mama gesagt, wie er noch gelebt hat. Und ich gebe es auch gern zu. Jedes Mal, wenn ich an der Kuchendecke beim Billa vorbeige, bricht mein Herz auseinander. Könnt ihr euch das vorstellen? Es gibt jetzt auch noch so einen Scheißgutschein, wo man eine Schokotorte günstiger kriegen wird. Was mich auch furchtbar aufregt. Aber was will man machen? Einkaufen gehen ist für mich auch nicht leicht. Was ich halt, dazu komme ich später. Was ich halt umgestiegen bin. Ich habe jetzt vorher gerade mein Essen auf meinen Computer da, damit ich euch das Futtergebuch dann irgendwann einmal in die 3 Monate zeigen kann. Und das habe ich heute schon rauf da, damit ich die Fotos dann von meinem Handy löschen kann, weil ich so viele Bilder oben habe. Und da habe ich gesehen, dass ich schon viel Gemüse esse. Weil auf diesen Ernährungsplan, was sie mir geschickt hat, steht, dass man immer nur eine Handvoll essen soll. Wie soll denn das gehen? Da verhungere ich ja. Meine Hand ist nicht so groß. Da verhungere ich. Da verhungere ich wirklich. Es ist wirklich, für mich ist es nicht leicht. Ich bin stolz, dass ich den 1 Kilo wieder verloren habe. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich das Ding da hinter mir nicht ganz auffriss. Heute, muss ich es irgendwo verstecken. Das ist halt mein Laster. Mir ist auch jetzt schlecht, ich bereue es auch, dass ich das Ding jetzt gegessen habe, weil jetzt ist mir ein bisschen übel. Aber was will man machen? Ich esse halt gern, ich nasche gern. Da ist es schwieriger zum Abnehmen. Wirklich schwierig. Ich schaue auch, ob ich ein Foto finde. Da habe ich aufgehört, in der Küche zu arbeiten, da hatte ich noch schwarze Haare. Schaut euch das Bild mal an. So dünn war ich. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal irgendwann einmal gezeigt habe, aber so dünn war ich mal. Ja, ist lange her. Nur so nebenbei. Ist lange her. Aber so extrem dünn würde ich jetzt nicht sein wollen. Ich lasse das Bild auch ein bisschen länger einblenden und ich blende es nochmal ein. Wegen die Beine. Die Beine finde ich da auf dem Foto einfach super. Die hätte ich gern wieder, wenn ihr jetzt meine Beine seht. Ich kann kein Kleid oder so ohne Leggings tragen, weil sonst reiben meine Oberschenkel. Klingt vielleicht jetzt blöd, dass ich über sowas rede, aber ich will einfach über sowas reden. Meine Oberschenkel reiben aneinander und dann kriege ich einen Wolf. Ein Wolf heißt, weil viele wissen das nicht, mein Freund hat am Anfang auch nicht gewusst, was das ist, dass die Stelle, dass die Haut aneinander reibt und dann kommt so eine rote... Nicht Wunde, aber so eine rote Stelle auf der Haut... Was furchtbar brennt, man könnte sich anpinkeln, so brennt das. Und das habe ich sehr oft. Sehr, sehr oft, wenn ich keine Leggings oder so habe. Deswegen habt ihr auch das letzte Face und Outfit of the Day mit einer Leggings gesehen. Das klärt. Mir war wirklich heiß an dem Tag. Aber ich kann ohne Leggings einfach nicht. Es geht nicht. Und bei den Strumpfhosen habe ich das Problem. Ich habe mit meiner Kollegin vor kurzem geredet von der Strumpfabteilung und die hat gemeint, dass ich eine noch größere Strumpfhose bräuchte, weil die, was ich jetzt immer trage, die rutschen alle. Ja, und die Größen, die ich brauche, hat der Müller nicht. Zumindest hat es nicht so ausgeschaut. Aber was soll's. Ja. Also ich habe mich schon ein bisschen zusammengerissen, naschen tue ich noch immer. Ich hatte auch vor kurzem meine Tage. Wer eine Frau ist und die Tage bekommt, weiß, was das heißt. Wenn man solche Gelüste hat, so wie wenn man schwanger ist. Ich glaube, das ist genau dasselbe. Was ich nicht bin, nur so nebenbei. Ja. Ich verstehe es einfach nicht. Es ist wirklich schwer. Aber in der Zeit, wo ich die Pille nehme, habe ich nicht so einen Heißhunger. Wirklich nicht. Das kommt dann erst in der Woche, wo ich die Pille nicht nehme. Deswegen will ich auch unbedingt was gegen das, also gegen das, dem Problem irgendwas machen, weil das kann nicht normal sein. Das kann wirklich nicht normal sein. Aber egal. Kommen wir zu Sport. Ja. Letztes Jahr habe ich versucht zu laufen. Mein Vater hat mich ausgelacht, weil er hat mich nämlich gesehen, also beziehungsweise ich habe das nicht lang geschafft. Ich habe versucht ein bisschen zu laufen, dann wieder schnell zu gehen, dann wieder zu laufen und dann wieder schnell zu gehen. Mein Körper schafft das nicht, das ist zu viel für mein Körper. Ich bin es nicht gewohnt, in der Arbeit gehe ich zwar hin und her, aber laufen ist noch was anderes und mein Körper ist es einfach nicht gewohnt. Und ja, ich hasse es. Ich bin halber erstickt. Dann hatte ich so ein kleines Fürs-Lauer-Fläschchen bei mir und habe dran getrunken und habe mich fast angespielt, weil das so ekelhaft war. Also das war ein Horror. Das war wirklich ein Horror. Das will ich mir nie wieder antun. Laufen? Nein. Auf gar keinen Fall. Ich gehe jetzt oft mit dem Sparky große Runden. Ist er überhaupt? Der ist sicher draußen.
Ja, das ist das Einzige, was ich halt am meisten jetzt mache. Also ich gehe mit ihm wirklich ganz, ganz große Runden, sogar öfter. Ich glaube, deswegen habe ich den Kilo auch verloren, obwohl ich so viel genascht habe noch. Ja. Aber was anderes schaffe ich einfach nicht. Ich schaffe es einfach, keinen Sport zu machen. Ich habe auch überlegt, mit dem Fahrrad in die Arbeit zu fahren. Das Problem ist, dass angeblich unser Kellerschloss austauscht worden ist. Und mein Vater meint, wir kommen mit unseren Schlüsseln nicht mehr da rein. Was nicht so nice ist, weil ich will mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren. Wäre einfacher, zumindest für mich. Und ich wäre schneller. Noch schneller, als ich eh schon zu Fuß bin. Aber ich wäre noch schneller. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe auch versucht, letztes Jahr und heuer auch mit dem Roller in die Arbeit zu fahren. Ich habe von einer Arbeitskollegin den Roller abgekauft, also so ein Tretroller ist das, wie man ihn als Jugendlicher hat. Und ja, er hat auch sogar einen kleinen. Na, wie nennt man das? Er kann sich hinstellen. Also, ich brauche dieses kleine Zapfen nur umklappen und dann bleibt er stehen. Ja, da habe ich überlegt, eben in die Arbeit zu fahren damit, und dann habe ich nach ein paar Tagen jeden Tag Krämpfe in den Waden bekommen. Ich lüge euch nicht, an jeden Tag. Wirklich jeden Tag. Dass ich gesagt habe, nein, ich höre auf, mit dem Roller in die Arbeit zu fahren. Das Problem ist, mit dem Fahrrad wäre das sicher auch nicht leichter, und ich glaube, ich müsste auch, brauche ich halt auch lange, mich daran zu gewöhnen. Weil in der Arbeit, also wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, gibt es da so einen kleinen Hügel, und das merkt man halt nur, wenn man mit dem Fahrrad oder mit dem Roller fährt. Sonst merkt man das nicht. Ja. Ja. Also was ich jetzt halt vorhab, das wollte ich auch noch ansprechen. Ich werde auf jeden Fall versuchen zu verzichten, zu naschen, natürlich. Ich will mir einmal in der Woche was zum Naschen gönnen. Das habe ich mir vorgenommen. Ich hoffe, ich krieg's hin. Aber ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Ich werde sicher öfter naschen. Ich kenne mich. Ja. Aber einmal in der Woche. Dann will ich auch viel gesünder essen. Ich habe auch diese Woche schon eine Tiefkühlpizza gefuttert, weil ich einfach keinen Bock habe zu kochen, Leute. Überhaupt nicht. Ich habe wirklich keine Lust. Wirklich nicht. Ja. Man merkt es, oder? Ich habe wirklich keinen Bock zu kochen. Gestern war der Jan bei mir und ich hatte keinen Bock. Ich habe nur Toast gemacht für uns. Ich habe keinen Bock. Ich hasse Kochen in letzter Zeit. Obwohl, wenn ich in Jamie Oliver zuschaue, kriege ich wieder Lust aufs Kochen, und meine Küche ist zu klein. Ich glaube, das ist einfach nur der Grund. Meine Küche ist einfach zu klein und das macht dann keinen Spaß. Ja, also ich habe eh auch jetzt viel mehr Obst gegessen. Ich habe auch eine Zeit lang einen Naturjoghurt genommen und Heidelbeeren und Himbeeren. Himbeeren nicht, aber Heidelbeeren. Himbeeren habe ich, glaube ich, letztes Mal nicht bekommen. Jetzt habe ich wieder welche. Sollte ich auch jetzt essen, weil sonst werden sie kaputt. Ich habe auch Kiwis sehr oft gegessen. Dann Pfirsiche, nur sind die ein bisschen komisch, so matschig. Die muss ich noch zusammenschneiden. Das habe ich nämlich von Jamie Oliver. Ich werde die noch zusammenschneiden, weil die sind schon ein bisschen matschig, und werde sie einfrieren, und daraus mache ich mir dann so ein Sorbet oder sowas. Oder er hat nämlich gezeigt, ein Getränk, das habe ich mir in mein Handy reingeschrieben, weil er gemeint hat, das ist besser, man trinkt das, als man trinkt Eistee oder sonst was. Nur brauche ich so ein Gefäß, wo ich das reinleeren kann, weil sonst wird das nicht funktionieren. Das fehlt mir halt noch, das ist das Einzige. Ich habe welche und ich glaube, ich werde die trotzdem dabei verwenden, weil ich keine anderen habe und ich will das unbedingt probieren. Er hat Ingwer rein dann, Zitrone, Orange, aber nur die Schale von den Orangen. Und er hat auch gesagt, man kann das außer warmer trinken, weil er hat zuerst heißes Wasser rein dann, und man kann es auch außer kalter trinken. Ja, Ingwer hat er nämlich in Würfel geschnitten, das habe ich meine Mom nämlich gefragt, weil wir haben da extra zurückgespult gestern, weil ich das unbedingt wissen wollte, was er da rein dann hat. So. Das werde ich auch probieren. Ich hoffe, ich schaff's. Ich werde auf jeden Fall alles auf Instagram posten oder auf Snapchat. Falls ihr mir da folgt, können Sie da gerne die Stories beobachten. Ich singe nicht nur blöd rum, sondern ich fotografiere da und mein Essen. Ja. Ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen kann. Auf jeden Fall Trinken und Essen will ich verändern. Essen bin ich eigentlich relativ brav jetzt. Ich habe jetzt meistens immer. Gestern war ich so stolz auf mich. Normalerweise esse ich immer zwei Toast. Aber jetzt, wo ich die Pille wieder nehme, habe ich nur einen gestern gegessen. Einen einzigen. Bin stolz auf mich. Während mein Freund vier gegessen hat. Aber ja, der ist ein Mann. Das ist wieder was anderes. Aber ich habe nur einen gegessen. Bin echt stolz auf mich. Und ich wollte noch naschen und bin dann eingeschlafen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Was kann ich noch sagen? Ja, essen, trinken, Bewegung.
Bewegung will ich auf jeden Fall, sorry, will ich auf jeden Fall was ändern. Ich habe wieder früher, ich kann euch den Kanal unten verlinken, ich hoffe, meine Cousine hat nichts dagegen. Wir haben einen Tanzkanal mal gehabt, also der ist schon sehr, sehr alt. Wenn ihr das Datum seht, wann die Videos online gestellt worden sind, seht ihr das. Der ist wirklich sehr alt, der YouTube-Kanal. Aber wir haben da ein paar Tanzvideos online gestellt. Da hatte ich auch noch so eine schöne Figur. Könnt ihr mir mal schreiben, wenn ihr euch das angeschaut habt. Da habe ich so eine schöne Figur gehabt. Wirklich eine schöne Figur. Besonders bei dem Song von After School, ich glaube A. Da habe ich eine wunderschöne Figur. Und meine Haare schauen auch viel besser aus. Ich war früher viel, viel hübscher als jetzt. Ich weiß, das ist nur so eine kleine gestörte Phase vielleicht nur, aber ich weiß nicht. Irgendwie, ja, irgendwie ist das so. Oder es liegt eben mit der Pille zusammen, dass ich deswegen so unzufrieden bin. Weil meine Mama hat das nämlich mir auch gesagt, seit ich die Pille nehme, ist ihr aufgefallen. Meine Mama sagt es natürlich nicht, mein Vater wieder nicht. Aber meine Mama hat gesagt, seit ich die Pille nehme, ist ihr aufgefallen, dass ich Probleme habe mit dem Abnehmen. Und früher war das nicht so. Ich habe auch nicht so stark zugenommen wie jetzt nie. Und deswegen, wohl oder übel, muss ich zum Frauenarzt. Ich habe überhaupt keinen Bock auf das, aber ich muss. Und werde mir eine neue verschreiben lassen. Vielleicht ist die einfach zu stark. Und deswegen nehme ich so schnell zu. Also ich hoffe, dass der Grund ist. Und ja, dass das der Grund ist und nicht, dass ich älter werde. Weil viele sagen immer, ab 30 oder beziehungsweise wenn man so an die 30 kommt, nimmt man zu. Sagen sehr viele. Auch mein Opa hat das gesagt. Und deswegen, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob es an mir liegt oder ob es an der Pille liegt. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich werde auf jeden Fall versuchen, was zu ändern. Ich verfolge nämlich die Rigilicious so gern. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Sie hat Videos gemacht wieder vor kurzem. Sie hat auch ganz, ganz sehr, sehr lange Videos gemacht eine Zeit lang. Da, wo ich auch angefangen habe, Videos zu drehen. Und ich habe sie auch sehr gern geschaut. Ich komme halt jetzt nicht zum Videos gucken. Und sie postet halt viel auf Instagram und das verfolge ich alles. Und sie hat wieder sehr viel abgenommen. Und sie hat auch 2014, glaube ich, war das, hat sie ein Foto postet von 2014. Und da hat sie auch sehr viel abgenommen. Und meinen höchsten Respekt vor ihr. Wirklich. Also Wahnsinn. Und ich will das halt auch schaffen. Ich bin halt nicht so konsequent wie sie. Sie ist wirklich sehr brav. Sie postet ja auch relativ oft das Essen, was sie isst und so. Also sie ist wirklich brav, was das betrifft. Im Gegensatz zu mir. Aber Wahnsinn. Also sie ist, was das betrifft, schon mein Vorbild. Ich habe auch so ein bisschen hin und her mit ihr geschrieben. Eben, um sie zu fragen, wie sie das gemacht hat. Mit einem anderen Mädchen habe ich auch schon auf Instagram geschrieben. Übers Gewicht. Ich versuche halt mein Bestes. Und ich werde versuchen, wieder zu tanzen. Eigentlich habe ich mir das heute vorgenommen, aber ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass ich hinfalle oder ausrutsche oder mein Hund mein Bein rammelt, was oft vorkommt, wenn ich tanze. Oder beziehungsweise früher, wenn ich tanzt habe. Aber es geht mir auch irgendwie ab. Also dieses Tanzen. Und früher mit 16 habe ich immer getanzt. Ich habe sogar eine eigene Choreografie gemacht. Ja, da gibt es leider kein Video, was online gestellt worden ist, oder? Nein, gibt es nicht, nein. Aber, jo, da merke ich, dass mir diese Bewegung fehlen. Das fehlt einfach. Das habe ich jetzt überhaupt jetzt seit den Jahren, seit ich das nicht mehr mache. Wie ich dann in den Strandcafé gekommen bin, viele können sich erinnern, da war ich ja noch dünn, da hatte ich keine Zeit mehr. Da war das nicht so schlimm, weil im Strandcafé habe ich ja eh so viel arbeiten müssen und da habe ich nur einmal gegessen am Tag. Ich lüge euch nicht an und dazwischen halt eine Suppe oder sonst irgendwas anderes. Auch Süßigkeiten, aber durch das, dass ich mich so viel dort bewegt habe, ist das halt nicht so aufgefallen wie jetzt. Weil ich habe meistens Sonntag natürlich frei, logischerweise. Ich bin wirklich sehr faul, ich gebe es offen und ehrlich zu. Meistens liege ich nur da im Bett und glotz fern. Ja, aber das wird sich ändern. Ich habe nämlich auch vor, jetzt noch zum Sport und so, Federball zu spielen. Was sagt ihr dazu? Das Problem ist, ich brauche nur jemanden, der mit mir mitspielt. Weil eine Kollegin hat extra gesagt, ich darf mir dieses Federball-Set, was ich unbedingt haben wollte, was jetzt weg ist im Müller bei mir, von einer anderen Filiale bestellen. Und ich hoffe, dass es am Samstag da ist, damit ich es am Montag mir gleich mitnehmen kann. Ich hoffe es wirklich. Ich muss schauen, wann ich nächste Woche frei habe, weil ich weiß, es ist nur diese Woche.
Oder ich hol's mir am Samstag, wenn es da ist. Bin zwar nicht begeistert, dass ich dann an meinen freien Tag reingehen muss in meine Arbeit, aber egal, ich will mein Set haben, mein Federball-Set. Ja. Ja. Mehr gibt's eigentlich nicht zum Sagen. Nein. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne mal eure Erfahrungen damit teilen. So. Weil ich hatte schon beides. Ich war einmal sehr, sehr dünn und wollte unbedingt zunehmen. Das ist aber schon ewig her. Da war ich noch jugendlich. Also heißt das ewig, ewig her. Da habe ich versucht zuzunehmen, weil mir viele gesagt haben, ich bin zu dünn. Und dann gab es eine Zeit, wo ich die richtige Figur hatte. Da habt ihr auch das Foto davon gesehen vorher. Und dann gab es eben jetzt die Zeit, wo ich eben so Gewichtsschwankungen habe. Das ist jetzt aktuell. Ja, also ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie es bei euch war. Ob ihr das Problem auch habt, ob ihr euch zu dünn findet, ob ihr euch zu dick findet, ob ihr zufrieden seid natürlich, das ist auch wichtig. Weil wenn man zufrieden ist, finde ich das noch besser. Ja, ihr könnt es mir gerne mal schreiben, es würde mich wirklich interessieren. Ich hoffe, euch hat das Video auch interessiert. Ich wollte das unbedingt machen, weil ich wollte zuerst ein anderes reden wie über Video machen. Aber mir ist das lieber gewesen. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, ich hoffe, euch geht es auch so. Aber mir war das Video viel, viel lieber als das andere Video. Das kommt dann ein andermal. Mir war das wirklich, wirklich wichtig. Mich hat dieses Thema so geärgert, weil überall hört man, das will ich jetzt noch erwähnen, bevor ich das Video beende, überall hört man, dass man sich gesund ernähren soll. Wie soll das, was ist mit gesund ernähren gemeint? Ich habe schon so viel, auf so viel auch verzichtet, so wie nichts mehr naschen, das habe ich auch schon mal probiert. Und dann habe ich eine ganze Tafel gefressen, dann Ende des Monats, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Das war auch nicht der Sinn der Sache, finde ich jetzt zumindest. Das hatte ich auch schon probiert, das habe ich vollkommen vergessen zu erzählen. Dann, ich höre nämlich so viele Sachen, wo die behaupten, gestern habe ich wieder was gesehen im Fernsehen mit meiner Mom, wo die behauptet haben, das ist gesund. Und ich bin wirklich verzweifelt, langsam wirklich verzweifelt. Ich esse auch eher mehr Hühnerfleisch als Schwein. Schwein mag ich gar nicht mehr, hat jetzt nichts mit dem Glauben oder sowas zu tun, sondern einfach, weil ich es nicht mehr mag. Aber meistens Huhn, das ist das am häufigsten, was ich esse. Und Salat esse ich sehr oft wieder, obwohl ich es hasse. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr, aber ich hasse es. Aber ich will halt was ändern. Und ich versuche es halt kleinweise. Ich will nicht so auf alles verzichten sofort. So ein Mensch bin ich nicht und sowas kann ich auch nicht, gebe ich ganz ehrlich zu, ich kann das nicht. Ist so. Und deswegen, ich hoffe, ich schaffe es. Ich halte euch auf den Laufenden. Jetzt habe ich zum Beispiel, habe ich eh gesagt, 1 Kilo verloren. Und das macht mich schon wieder ein bisschen glücklich. Also ein bisschen wenigstens. Ich habe mich nämlich gestern schon am Abend auf die Waage gestellt. Heute in der Früh nochmal, weil ich wissen wollte, ob es gestimmt hat oder ob es wieder 91 ist. Aber es ist wirklich 90. Und ich habe gestern mich am Abend auf die Waage gestellt, obwohl ich schon so viel gegessen habe davor. Also ich bin echt, echt froh, dass ich 1 Kilo wieder runter habe. Ich weiß, klingt jetzt vielleicht nicht viel, aber ich bin echt stolz auf mich. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja, ich höre jetzt auf zu labern, sonst wird das Video, glaube ich, noch länger. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!